Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Wo will er hin? Fucking Scheiße, Mann. Oh, ihr Alter, verpiss dich. Yo. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Jedes erste Mal die Sache auch verkackt, weil aus irgendwie so ein Vorzeiger kam. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir! Ich wollte euch nicht beleidigen! Dann haltet eure Zunge auf Zaun! Nein! Haltet ein! Einhalten! Ich habe gerade erst begonnen! Nein! Haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ja! Nein, lass die Leiche. Ein Mann mit kein bisschen Ehre im Leib. Nach, bevor ihr mich enttäuscht. Also ich hab's so umgebracht, ich gesagt. Zurück an die Arbeit. Ja, dann. So. Ich hab doch gerade abgewehrt, willst du noch mehr? Boah, jetzt kommen noch mehr Leute, ich werde euch bekloppt. Ich sterbe hier, pass auf. Ich hab's aber auch geschafft, den einfach mal so umzubringen. Hat das mal geschafft. Halt die Schnauze. Durch langsam. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Und wo ist jetzt was, was ihr mögt? Das alles ist ja wirklich ein bisschen zu offensichtlich. Einfach stümperhaft. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Ich bin schon. Seht ihr wieder so? Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich.
denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Bitte. Knabe. Knabe, rein. Und jetzt mal ganz schnell weg. Okay. Nein, dass ich einen Kampf wollte. Was machst du da? Ist da einmal hier LB, die schon komische Kämmern sich denen wohl verloren. Es lauf doch, Mann. Ich kann gerade wieder kotzen, ehrlich. Lauf doch, Junge. Danke. Verpiss dich. Tja, das wäre easy. Dann sind wir da. Jo, das erste Mal vergessen wir einfach, dass nichts passiert. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. So, da waren es, glaube ich, noch 5, ne? Zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Welche Flotte oder schon vier Diebe unterwegs sein, ne? Al-Mualem. Okay. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Das ist ja nett, ne? Na, so wenn da. Aha. Okay. Interessant. Ich will mit dir reden. Hallo. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat?
Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt, heute, Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wie? Gut, dann vergessen Sie es. Geht doch jeder. Walter von der Vogelweide, hallo? Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Nur E-Mails, oder nicht, oder? Naja. Oh, nimm jetzt mal Pen. Oh, nicht geduscht, können Zähne geputzt und sonstige Sachen gemacht. Immer die gleichen Klamotten. Sehr schön. Sehr appetitlich und sehr hygienisch. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Nein, ich war hier. Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Schon aussieht. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ja. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Bald. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Morgens. So. Mal wieder Animus, ne?
Und weiter geht's. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ihr habt euch bewährt, Alter. Danke. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolg natürlich war. Ja. Samir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Nein. Alter, ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Gut. Das ist hier so wie der Stern bei DSDS und drauf steht. Wisst ihr Bescheid, ne? Wow. Kontakt hier, endlich. Sie können im Hof trainieren. Was ich schon mal letztes Mal gemacht. Jetzt kommt der bestimmt wieder zu uns und so, ja, hier kommt trainieren. Oh, Spiele? Nein, das spielt sich auf gar nicht.